Hi Leute und willkommen zu einer neuen Folge Day of the Tentacle. Jetzt muss ich nochmal schnell speichern, weil ich es vergessen habe, das wollte ich machen. Ich habe jetzt nochmal ein bisschen durch den Guide geklettert und da sind einige Rätsel drin, auf die wäre ich wahrscheinlich nie gekommen. Oder zumindest muss man da schon sehr lange rumtesten und rumsuchen. Und das wollen wir uns hier sparen in dem Let's Play ein bisschen. Das wird sonst nur frustrierend. Deswegen, jetzt passt mal auf. Ein paar Sachen, an die ich mich noch erinnern kann, waren. Genau, Tippex kommt in die Toilette. Braucht sie nämlich. Für was zeige ich euch dann gleich? Das ist nämlich echt ein ganz schöner krasses Rätsel, finde ich. Aber gut. Und, mit ihm können wir gleich zwei Sachen erledigen. Erstens muss ich zum Kamin. Ich weiß gerade gar nicht genau, wie ich da hinkomme. Hallo? Das war schon im ersten Teil so. Manchmal funktioniert die Transition nicht. Ah, jetzt habe ich was vergessen. Das hätte ich gleich noch machen können. Naja, jetzt gehen wir erstmal hoch und ich schaue mal, ob ich überhaupt irgendwie zum Kamin komme. Ah ja, es geht. Das ist ein bisschen lustig, ist es schon. Okay. So, die Decke auf den Kamin nämlich. Wer war der Idiot, der das Feuer gemacht hat? Die Decke lässt den Qualm nicht raus. Nee, die könnte sich entzünden. Ach so, die lassen wir jetzt da, na gut. Unterdessen. Das Design ist nicht schlecht, aber ich brauche wasserdichtes Material, wie Gusseisen oder so. Okay, zwei Sachen, die mir da spontan einfallen. Jetzt passt auf. Das kenne ich jetzt nicht. Ah nee, warte mal, das geht nicht. Stimmt. Ich habe gerade wegen wie Gusseisen oder so an die... ne? Brecheisen gedacht, aber das kann ich ja gar nicht verschicken. Was ich aber verschicken kann, ist das Textbuch. Ah ja, warte mal. Ich brauche außerdem noch die Gabel in der Zukunft. Witzigerweise habe ich mir genau das wirklich schon gedacht. Für was wir die Gabel und die Toilette brauchen. Die Nudeln brauchen. Ich weiß wirklich nicht, wie ich da überhaupt drauf gekommen bin. Aber genau das habe ich mir gedacht. Und es stimmt wirklich. Das ist cool. Aber das verrate ich euch jetzt noch nicht. So, ich muss jetzt mal ein paar Items hin und her schicken zwischen den drei. Und was ich mich noch erinnern kann von dem, was ich so durchgeblättert habe. Jetzt stehen sie da. Also. Nee, passt schon. Die Nudeln kommen da rein. Die kriegt Laverne in der Zukunft. Da scheint was drin jetzt zu sein. Aufgeweichte, Wabbelschwabbelnudeln. Genau, dann brauchen wir von Bernhard das Textbuch. Das geht in die Vergangenheit. Und da wäre ich, glaube ich, nie drauf gekommen. Wobei, ich habe mir, nachdem wir das bei dem Scherzartikelhändler benutzt haben, habe ich mir schon gedacht, irgendjemanden muss man damit einschläfern. Aber wen man damit einschläfert und warum, da wäre ich nicht drauf gekommen, glaube ich. Nicht so schnell zumindest. Und jetzt müssen wir noch die Spielzeugmaus in die Zukunft zu Laverne schicken. Gut, ich glaube, jetzt habe ich alles durchgeschickt, was ich schicken muss. Ich schaue noch mal kurz. Zumindest das, was ich jetzt weiß auf Anhieb. Ah, nee, genau. Die Plastikkotze, die brauchen wir noch in der Zukunft hier. Okay, cool. Jetzt machen wir erstmal... Das ist mein Lieblingspart eigentlich hier. Ich finde nämlich den Charakter echt witzig. Ob Sie das Feuer wohl schon ausgemacht haben? Und ich finde auch das Setting irgendwie lustig mit den Gründungsvätern der USA hier so.
als überzeichnete Comicfiguren und alles. Das ist lustig viel. Das gefällt mir. So, jetzt kann ich nämlich hier die goldene Feder klauen. Ich weiß überhaupt nicht, das hätte ich überhaupt nie gewusst und wäre ich nie drauf gekommen, dass die mit einer goldenen Feder hier die Verfassung schreiben. Sieht ziemlich sauber hier drin aus. Sag, hast du die Feder mitgenommen? Nein, ich. Da steckte eine Decke im Kamin. Sohn, weißt du irgendetwas über eine Decke? Hatte der Typ neben dir nicht vorhin eine? Wir sehen uns später. Genau, sehr gut. Jetzt, genau, stimmt. Jetzt muss ich mit ihm aber nochmal zurück zur Zeitmaschine. So, Laverne hat einiges zu tun hier nämlich noch. Genau, das Erste, und das ist was, ich weiß echt nicht, da hätte ich nie dran gedacht. Jetzt passt auf, wir nehmen das Tippex und benutzen das hier am Zaun unten. Das sollte klappen. Und wenn jetzt die Katze kommt, um sich den Rücken zu kratzen, malt sie sich weiß an. Jetzt brauchen wir die Quietschemaus. Was haben wir denn hier? Sieht aus wie ein Nagetier. Jetzt noch eine haben Spezies. Wir die Katze. So, beim nächsten Schritt bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Wo ist denn die Katze? Besser nicht. Hey, keine Tiere. Du könntest die Menschen erschrecken. Ja, richtig. Na, dann geht das wohl noch nicht irgendwie. Da muss ich vielleicht erst die Wache irgendwie loswerden. Keine Ahnung. Na, aber dann können wir noch was anderes machen. Wo geht's da über den Kamin? Ach so, da haben wir jetzt die Fahne geholt. Ja, passt schon. Ne, dann gehen wir nochmal zurück in die Vergangenheit kurz. Nee, warte, ich wollte eigentlich... genau. Genau, ich wollte den Essig holen. Kommt man mit ihr hier nicht rein in die Fenster? Keine Chance, das zu öffnen. Keine Chance, das zu öffnen. Schade. So, jetzt passt auf. Jetzt muss ich hier nämlich sie mit der Plastik oder ihn oder... Das ist einer der wenigen Plätze, an dem Plastikkotze nichts nützt. Ich dachte schon. Das ist einer der wenigen Plätze, an dem Plastikkotze... Oh, naja. Wie gesagt, ich habe das nur überflogen, um mir ein paar Stichpunkte zu holen. Da habe ich wohl einige Sachen... Aber schauen wir mal. Ich mache mal, was ich weiß, was wir machen können und dann schauen wir weiter, ob wir den Rest rausfinden. So, der Wein ist jetzt Essig. Das ist schon mal cool, dass das funktioniert hat. Jetzt haben wir tatsächlich alles, glaube ich, alle Zutaten, weil ich weiß, wo wir das Gold her... Ja, jetzt haben wir alles, damit wir die Superbatterie bauen können. Perfekt.
Set, pass auf, der Essig kommt in die Toilette. Dann gehen wir jetzt mit der Goldfeder und dem Essig ins Labor. Nice. Genau, die Uhr. Nicht mit dem Regen, ich hab mich vertan. Hör auf. Tja. So, Essig. Ah, exzellent. Das brauche ich für meine Superbatterie. Ah, die letzte Zutat für meine geniale Batterie. Tritt zurück, Sohn. Ich brauche Platz. Wissenschaft. Sie wird sich prima auf meinem Regal machen, bis ich sie mit nach Baltimore nehme. Sieh nicht nach hinten, die Briten kommen. Wie? Wo? Soll das lustig sein? Bin sehr beschäftigt. Okay, gut. So weit, so gut. Hey! Was gibt's diesmal? Was machst du da? Ich erfinde, du Dummkopf. Wonach sieht das sonst aus? Bis später dann. Vielleicht, wenn du deine Haare kürzt. So, wir haben die Superbatterie, ne? Ah ja, genau. Eine Sache weiß ich jetzt noch, die wir noch machen können mit Howie hier. Der LALR-Übersetzer ist wie folgt konstruiert. Zuerst eine elementare elektrische Struktur. Wenn die Einzelteile NP komplett sind, kann der Krungo-Faktor ignoriert werden. Bla 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 bla. Puh. So, die Zähne kommen nämlich anscheinend in die Zukunft. Ich war nämlich in der Zukunft wegen dem Menschenwettbewerb die ganze Zeit komplett falsch gewickelt. Ich war einfach voll auf der falschen Fährte. Ich dachte nämlich, man muss einen der Gefangenen für den Bewerb anmelden. Aber scheinbar stimmt das gar nicht. Es gibt noch einen vierten menschlichen Charakter in der Zukunft. Die muss erst aufgeladen werden. Ah, die muss erst aufgeladen werden. Ich habe schon eine Idee, wie wir das machen. Ich gebe die Batterie Dingsy hier. Naja, ihr wisst schon. Drachenkerl. Eigentlich hat er ja einen Schlüssel früher in Wirklichkeit an seinen Drachen gehängt, um den anzulocken, den Strom. Wir geben ihm jetzt die Superbatterie. Franklin! Das braucht keine Batterie. Ach komm! Hi! Keine Zeit! Ich mache Geschichte! Das braucht keine Batterie. Schade. Hey, das ist kein Spielzeug. Ich dachte, das ist die Lösung. Das braucht keine Batterie.
Oder soll ich einfach mal das Auto draußen waschen? Aber jetzt habe ich die Bürste nicht mehr. Ich weiß nicht, ob der Eimer alleine geht. Vielleicht rennt Franklin dann raus und sagt so... Vielleicht. Könnte schon sein. Wer weiß. Ich habe nichts zum Schrubben. Ja, genau. Er hat die Bürste nicht mehr. Na, ist ja egal. Gehen wir mal nochmal in die Zukunft. Und nehmen uns hier die Prothesen aus dem Klo. Ah ja, eine Sache noch, bevor wir zurückgehen. Eine Sache muss er hier noch für uns erledigen, nämlich. An die kann ich mich auch noch erinnern. Le Scalpel. Kommt hier nämlich zum Einsatz. Ach, Quatsch. Usos Stimme im Kasten. So, und jetzt haben wir eine Lachbox. Und wie wir uns vielleicht erinnern können, in dem Wettbewerb für übermenschliches Aussehen entscheidet die beste Frisur, ist ein Punkt, das beste Lächeln und das beste Lachen. Und jetzt haben wir die Lachbox für das beste Lachen. Die Zähne für das beste Lächeln und die Spaghetti mit der Gabel für die besten Haare. Jetzt brauchen wir nur noch unseren Menschen, den wir damit verzieren. Und das Namensschild für die Anmeldung haben wir natürlich auch. Aber irgendwen sollen wir mit der Fake-Kotze vertreiben. Unklug. Da bin ich mir nicht sicher, wen. Das ist einer der wenigen Plätze, an dem Plastik... Das ist einer der wenigen Plätze, an dem Plastikkotze nicht... Ob ich den Wächter mit Plastikkotze vertreiben kann? Das ist einer der wenigen Plätze, an dem Plastikkotze nichts nützt. Irgendwie stimmt gerade, ist der Soundtrack gerade kaputt, oder? Kann das sein? Das macht die ganze Zeit. Ich weiß nicht, ob es das machen sollte. Ich glaube eher nicht. Ja, jetzt schauen wir mal, ob das funktioniert. Ich würde ja, aber wer schaut dabei zu? Ha, anscheinend noch nicht. Das macht keinen Sinn. Aber grundsätzlich... Das würde gut aussehen, aber warum sollte ich das machen? Warum sollte er da ein Stück Humor... Nee, so weit sind wir noch nicht. Na gut, dann muss ich vorher noch irgendwas anderes machen. Keine Ahnung, aber wir werden es rausfinden. Beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.